Also ich finde die Knappschaft gut, weil sie Programme haben für Präventionen, wo ich meine Mitarbeiter was Gutes tun kann, wo auch im Vorfeld für die Mitarbeiter was getan hat. Und das ist einfach klasse. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum KBS Fenster, reingeschaut bei der Knappschaft Bahnsee. Heute berichten wir über ein besonderes Ehrenamt, das vor Ort vielen Menschen hilft, sich im Dschungel von Rentenanträgen und Kuranträgen zurechtzufinden. Wolfgang Richter macht sich auf den Weg. Er ist Versichertenberater und hat heute einen Termin mit Rainer Lohmann ausgemacht, der nur einige Straßen weiter wohnt. Der 64-jährige Rainer Lohmann geht demnächst in Rente und muss viele Fragen im Rentenantrag beantworten. Die Rentenberatung der Knappschaft Bahnsee empfahl ihm, sich an Wolfgang Richter zu wenden. Dieser wohnt gleich in der Nachbarschaft und könne ihm beim Ausfüllen des Antrags helfen. Eine gute Sache, denn hier zu Hause lässt sich vieles in Ruhe besprechen. Auch können noch fehlende Unterlagen sofort herausgesucht werden. Rainer Lohmann ist dankbar über die Hilfe vor Ort. Für mich ist es günstig, ich brauche nicht nach Cottbus extra fahren. Und so habe ich mit einer Richter einen Termin ausgemacht und dann kam er her und das war für mich gut und günstig. Versichertenberater wie Wolfgang Richter arbeiten ehrenamtlich. Sie beraten kostenfrei und sind bei der Beantragung von Renten und der Kundenklärung für alle Rententräger behilflich. Wer bei der Knappschaft auch krankenversichert ist, dem hilft Wolfgang Richter auch bei Anträgen zur Pflegeversicherung und zu Fragen der Krankenversicherung. Ein echter Vorteil des Verbundsystems Knappschaft Bahnsee. Um immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein, werden die Versichertenberater regelmäßig geschult. Wolfgang Richter suchte nach schwerer Krankheit eine sinnvolle Aufgabe und kam so zu diesem Ehrenamt. Mir persönlich tut es sehr gut. Ich komme zu anderen Leuten. Ich habe viel mit anderen Leuten zu tun. Du verlernst das Schreiben nicht. Du musst dir Zahlen merken, also bleibst du auch hier einigermaßen fit. Du musst schon deine Gedanken da zusammen haben. Denn die Leute erwarten ja, dass du so ein bisschen sauber und ordentlich arbeitest, dass die ihre Rentensachen erledigt kriegen. Nah am Versicherten zu sein, ist bei der Knappschaft historisch gewachsen. Früher hießen sie Knappschaftsälteste, die aber nicht wegen ihres Alters, sondern als Respektperson direkt von den Bergleuten gewählt wurden. Heute sind die Versichertenberater in Gewerkschaften organisiert. Da sie meist schon im Ruhestand sind, lassen sich Termine gut abstimmen. Wolfgang Richter übt diese Tätigkeit schon über 15 Jahre aus. Oft sind es auch schwierige Situationen, wenn seine Hilfe dringend gebraucht wird. Zum Beispiel, wenn Angehörige verstorben sind. Wenn man eigene Probleme hat und man kommt zu anderen, hört ihre Probleme, dann merkt man irgendwann, so schlecht bist du gar nicht dran. Die anderen haben die gleichen Sorgen, manchmal sogar noch schlimmer. Und wenn du da dann noch ein bisschen helfen kannst, bist du irgendwo ein bisschen mit einer stolz geschwellten Brust nach Hause. Und das bringt mir so ein bisschen was, wo ich sage, weitermachen, solange wie du noch einigermaßen treiben kannst und Auto fahren kannst hier in der Gegend, dann ist das alles in Ordnung. In Südbrandenburg hat die Knappschaft 47 und bundesweit 841 Versichertenberater. Ihre Arbeit wird auch in den Auskunft- und Beratungsstellen sehr geschätzt. Also die Versichertenberater unterstützen uns sehr mit ihrer Arbeit bei unserer Tätigkeit. Sie wirken beratend, sie nehmen Rentenanträge auf und sie holen auch Auskünfte ein. Die Versichertenberater befinden sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Versicherten. Das ist ganz wichtig für die Leute, die mobile Einschränkungen haben und uns selber nicht aufsuchen können. Auf der Suche nach dem Versichertenberater ganz in der Nähe gehen Sie einfach auf knappschaft.de. Und hier sind unsere News, die wir für Sie zusammengestellt haben. Wussten Sie schon, dass 330.000 private Haushaltshilfen bei der Minijobzentrale angemeldet sind? Ganz einfach und bequem ist die Online-Anmeldung. Mit wenig Aufwand können Arbeitgeber ihre Haushaltshilfe legal beschäftigen und sich zugleich viele Vorteile einer Anmeldung sichern.
Auch Änderungen wie eine neue Bankverbindung oder die Höhe des Verdienstes können jetzt online mitgeteilt werden. Wussten Sie schon, dass die Knappschaft nun auch auf Instagram zu finden ist? Wertvolle Gesundheitstipps, leckere Rezepte, viele interessante Infos rund um die Krankenversicherung und exklusive Expertentipps sind hier zu finden. Wussten Sie schon, dass die Knappschaft Sportvereine unterstützt? Bei der Aktion Schein für Lausitzer Sportvereine konnten sich Vereine mit einem Kurzvideo bewerben. Wer wird gewinnen? Das kann ab Mai jeder mitentscheiden bei der Online-Abstimmung unter niederlausitz-aktuell.de. Wutausbrüche aus heiterem Himmel? Egal was man macht, immer ist es verkehrt? Ein Karussell der Gefühle ist die Pubertät. Und sie stellt Eltern und Kinder gleichermaßen vor große Herausforderungen. Die Knappschaft hält dafür Angebote parat. Gerade waren sie noch so niedlich, anhänglich und kuschelig. Jetzt sind sie im Stimmbruch, picklig und launisch und bringen den Familienfrieden ständig in Gefahr. In der Pubertät werden aus Kindern junge Erwachsene. Die Knappschaft unterstützt diese nicht immer einfache Zeit für Familien, in Cottbus mit Elternabenden und bundesweit mit Schultouren. Die Knappschaft Elternabende finden in dem Gebäude am Knappschaftsplatz statt. Sie richten sich an interessierte Familien und geben Tipps zum Lernen in der Schule oder wie die Kommunikation in der Pubertät gut gelingen kann. Thema ist auch der Umgang mit Smartphones und digitalen Medien im Familienalltag. Mittlerweile sind ja in jedem Haushalt eigentlich Smartphones vorhanden. Kinder bekommen immer früher Smartphones, das heißt spätestens ab der höheren Schule, teilweise schon in Grundschulen, haben Kinder ein Smartphone. Und da entstehen natürlich auch Probleme. Ein Problem, was wir immer wieder von Eltern hören, ist die Nutzungsdauer. Das heißt, gerade wenn das Handy neu ist, wenn das Smartphone neu ist, dann wird ganz viel gespielt, dann wird gechattet, gemacht, ausprobiert. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass noch bis tief in die Nacht ja gechattet wird, gespielt wird. Und das kann natürlich zum Problem werden. Schulen können sich direkt für Programme der Knappschaft bewerben. In der Schultour Hackedicht werden Schüler auf die Gefahren von Alkohol- und Drogenmissbrauch aufmerksam gemacht. Und dies in einem einzigartigen Bühnenprogramm mit dem aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Eisi Gulb. Weitere Schultouren sind die Medienkurse Firewall Live oder die Sterneküche mit dem TV-Koch Stefan Marquardt, der gemeinsam mit Schülern vor Ort frisch und preisgünstig kocht. Bewerben können sich die Schulen jederzeit im Internet. Das KBS-Fenster schließt sich nun. Deshalb freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, genießen Sie die Sonne bei ausgiebigen Spaziergängen und wenn Sie Menschen treffen, empfehlen Sie uns aktiv weiter. Bleiben Sie gesund, Ihr André Schubert.